Um nichts mehr rund um GTA 5 online zu verpassen und generell auf meinem Kanal nichts mehr zu verpassen, drück jetzt auf den Abonnier-Button und auf die Glocke daneben, um auch die Benachrichtigung zu aktivieren. Somit erhältst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder sogar einen Livestream mache. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. In letzter Zeit habe ich extrem viele Anfragen nach einem Money Glitch oder einer Möglichkeit, schnell legal Geld zu machen in GTA 5. Also habe ich mich dazu entschieden, einfach mal ein weiteres Video zu meiner Playlist Missionen, die viel Geld bringen, rauszuhauen. Im Moment empfehle ich euch übrigens keine Money Glitches zu machen, da Rockstar im Moment eine riesen Bannwelle am Laufen hat. Ich sage euch gleich, dass es bessere Methoden gibt als jetzt hier diese Mission, wie zum Beispiel Heists, wenn man die ganz gut timet und so. Aber wenn ihr die ganze Zeit nur die gleichen langweiligen Missionen macht, dann wird es, wie gesagt, ziemlich langweilig und auf Dauer. Und es gibt doch noch die eine oder andere Mission, die dann doch noch etwas mehr Geld bringt. Aber labern wir jetzt nicht ewig herum, sondern fangen direkt einmal an mit dem Video. Die Mission, um die es heute gehen soll, nennt sich nämlich Radikal Tour 2. Viele werden diese Mission schon kennen. In der Mission geht es im Prinzip darum, einen Wagen zu stehlen, diesen zurück zu Simeon zu bringen und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Diese Mission kann man unter 2,5 Minuten abschließen. Ich habe es einmal geschafft unter 2 Minuten, aber da musste ich mir schon richtig hetzen und bringt immer so ca. 7.200 Dollar. Wenn man das also hochrechnet, sind das 28, knapp 29.000 und wenn man das weiter hochrechnet, sind es in der Stunde knapp 173.000 GTA Online Dollar. Aber kommen wir zu der Frage, was ihr eigentlich machen müsst. Wenn ihr jetzt am Arsch der Welt gespawnt seid, dann empfehle ich euch nämlich einen kleinen Trick anzuwenden. Startet die Mission ganz normal über das Menü, also ihr geht auf Online, Jobs, Radikal Tour 2. Stellt diese dann auf schwer. Wenn ihr nun gespawnt seid, killt ihr euch einfach zweimal selber, indem ihr einfach eine Handgranate oder so neben euch liegen lasst. Macht es einfach zweimal, dann werdet ihr sehen, dass die Mission ganz normal abbricht. Wenn ihr jetzt in dem Bildschirm seid, wo man fortsetzen und so weiter drücken muss, wiederholt ihr diese einfach. Am PC geht es ganz mit der Taste Bild hoch, auf den Konsolen weiß ich es nicht genau, aber das sollte euch unten eingeblendet sein, wo noch mehr so Tastenbelegungen gezeigt sind. Ansonsten wartet ihr einfach, bis die neue Missionsauswahl kommt und da geht ihr einfach auf Wiederholen. Denn wenn ihr jetzt diese Mission noch einmal startet, spawnt ihr direkt neben der Mission und ihr müsst den ganzen Weg nicht nochmal zurückfahren. Das lohnt sich aber nur, wenn ihr wirklich weit weg spawnt am Mount Chiliad oder noch weiter im Norden. Aber labern wir jetzt nicht ewig daher herum, sondern fangen direkt mal mit der eigentlichen Mission an. Und zwar heißt diese, wie gesagt, Radikal Tour 2. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Diese startet ihr nun und stellt diese wieder auf schwer. Jetzt spawnt ihr. Eure Aufgabe ist es im Grunde, einen Banshee zu Simeon zurückzubringen. Das macht ihr jetzt folgendermaßen. Ihr begebt euch erstmal direkt zu diesem Parkplatz, der euch auf der Karte angezeigt wird. Seid ihr nun dort, fahrt ihr einfach mit dem Banshee weg. So wie ich jetzt circa. Vielleicht noch ein Stück weiter. Habt ihr das nun, dann fahrt ihr auf dem Parkplatz noch alle anderen Wagen von der rechten Seite auf die linke. Das hat den Grund, dass ihr dadurch nur eine Granate bzw. eine Haftbombe braucht, um alle Wagen in die Luft zu jagen. Wenn jetzt die Wagen auf einer Seite dicht beieinander stehen, dann jagt ihr jetzt einfach alle in die Luft. Wie egal. Ich empfehle euch nur, das mit einer Granate zu machen. Passt einfach auf, dass dem Banshee nichts passiert. Falls nicht alle Fahrzeuge kaputt gegangen sind mit einer, müsst ihr halt nochmal nachbessern, indem ihr noch eine zweite reinschmeißt oder so. Jetzt steigt ihr einfach ganz gechillt in den Banshee. Nun bekommt ihr einige Sterne, ich glaube 2 oder 3. Ruft einfach Lester an und wählt die Sterne entfernen aus, aber bestätigt diese Meldung noch nicht. Macht das erst, wenn ihr in der Sichtweite der Polizei seid, also einfach kurz vor der Straßensperre. Nun könnt ihr den Banshee ganz gechillt abliefern und euer Geld einfordern. Wenn ihr schnell seid, kann man das Ganze unter 2 Minuten 30 schaffen, vielleicht sogar unter 2 Minuten, wenn man sehr schnell ist. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat und ich habe das ganze Gameplay euch jetzt nochmal drangehängt, damit hier keiner denkt, es wäre gefaked oder sowas. An der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal fürs zu Ende schauen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir einfach kostenlos mal ein Like und ein Abo droppen. Wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, dann schreibt mir doch mal Hashtag mehr in die Kommis. Aber das soll jetzt einfach mal für heute genug sein. Ciao auf jeden Fall. Haut rein. Peace. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you never seems to be home. Let's go. Let's go.
call, but you don't answer, so I write this open letter. When I left, the world was broken, I just hope it's gotten better. Y'all argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and a million miles. That's right. Miles. We gonna get him with this one. Yeah. Hello. Oh man, how could this just be a hobby? 5 whole hours they've been waiting in the lobby. They calling me a hero and I'm thinking, how could I be? All I wanted was a million and a two-door Maserati. But somewhere in my stride, we just started changing lives. You think I'm changing yours, but you really changing mine. From here to overseas, they put belief in my designs. It's getting deep, I feel the world is trying to sneak inside my mind. It's harder to define than artistry and rhyme. It seems like our journey is partially divine. I still have days where it isn't all sublime. Even though I'm on the grind, I gotta slog for the signs. And recently I'm seeing it, it's more than just MCing. Where my homie has a son, but needs court orders just to see him. A generation troubled and I just wanna free him. Before machines are looking at human beings inside a museum. It's suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite
desire, set my heart afire.